Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu OMSI 2 hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch. Und weil wir in der letzten Folge schon mal bei Sprinter waren, geht's jetzt weiter. Der Vario 812D, den wollen wir uns heute mal anschauen. Hier auf der Karte Stuttgart immer noch Linie 64. Ich glaube, hier passt das ganz gut hin. Ja, das ist eine kleine Karte. Und von daher denke ich mal, wollen wir uns das Ganze heute mal so ein bisschen anschauen. Und vom Modell her ja, geht's doch auch. Ne? Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Wir wollen nicht das Fahrzeug wechseln. Weil wir jetzt nicht bei der F3-Taste sind. Hier können wir jetzt dementsprechend hier nicht gerade nichts machen. Hast du die Tür geht dann automatisch auf? Alles klar. So, können wir das Ganze hier umschalten. Haben wir Erste-Hilfe-Koffer. Feuerlöcher ist drin. Vorbildlich, aber das Wagendreieck fehlt. So. Ja, sieht doch aber eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Aber stimmt halt mit der Kameraposition nicht. Die Kamera, die schwebt so ein bisschen über dem Bus. Ne? Das ist ein bisschen, deswegen bietet sich hier die F4-Taste doch ein bisschen mehr an, um das Ganze halt dementsprechend zu zeigen. Wenn dann wir jetzt nicht hier in den Bus springen, dann wäre das super. Ja, sonst, was haben wir hier drinnen? UEFA Euro 2012 ist schon eine Weile her. Ist schon eine ganze Weile her. Aber sonst haben wir hier den Innenraum und den kann man sich mal angucken. Ja, Töne passen leider nicht so ganz hin. Das ist ein bisschen schade. Wo geht das wieder hoch? Ah, okay. Ja, sonst ist natürlich ein bisschen andere. Also die Qualität von dem letzten war doch schon deutlich anders gewesen. Ich fahre das Ganze, wie gesagt, heute mal in Automatik, sodass ich mir auch die ganze Strecke mal anschauen kann. Und das Ganze ist, wie gesagt, übrigens Content, den ihr euch runterladen könnt, selbstverständlich. Achso, hier haben wir Tickets. Okay. Tickets kaufen. So, ich würde mal sagen, wir starten mal. So, hier können sie einsteigen und hier gehen sie auch wieder. Weiß ich nicht. Das ist ja. Also die, weiß ich nicht, sind die so? Ich glaube nicht. Die sind so nicht. Ne? Die haben da so eine automatischen Türen. So, wir müssen jetzt erstmal hier schildern. Linie 6400 und die Route 1 auf Frauenkopf, richtig. Zumindest, dass er uns das jetzt zumindest hier auch anzeigt, ne? Dass wir jetzt diesmal nach Frauenkopf fahren. Da passt das ganz schon gut. Ja, wie gesagt, ist kostenloser Content. Sonst gibt es hier an sich so nichts zu sagen. Ja, wenn wir hier drinnen sitzen, ist auf jeden Fall ist es eine andere Qualität als der 312, den wir jetzt nun in der letzten Folge hatten. Aber mal so ein bisschen Abwechslung mal hier reinbringen, da ist doch da schon mal sowas hier ganz praktisch, was mal zu sehen. Ja. Hier geht's, das geht auch, wunderschön. Es gibt ja den O520 Zito, ja, den finde ich ja auch nicht so verkehrt. Allerdings sind die Töne bei diesem Bus absolut furchtbar, furchtbar. Weiß ich noch nicht, ich habe bis jetzt auch noch keine Soundmod irgendwie finden können oder vielleicht habt ihr da irgendwie eine Ahnung, dass das Ganze sich nicht ganz so schlimm anhört, weil das ist so ein Kreichton. Den bin ich so gerne gefahren, den O520 Zito. Der macht sich einen Spannender für Nachtfahrten oder auch auf X10. Wunderprächtig, ja, also. So, aber gut. Wieder mal genug gequatscht hier. Jetzt wollen wir auch mal was sehen hier. So, wie gesagt, das Ganze heute auf Automatik. So. Guten Tag. Guten Tag. Achso, ich habe gar keinen Fahrplan ausgewählt. Ist wurscht, fahren heute mal ohne Fahrplan, was soll's. Ja. Wir wissen ja, wie wir fahren müssen, dann klappt das schon. Können wir das hier oben rausmachen? Brauchen wir nicht. Ja, also Stuttgart, wie gesagt, klein, aber fein. Ich weiß auch gar nicht, die Karte ist schon ein bisschen älter. Die ist gar nicht mehr so modern. Ja, also von daher. So, Wilder Blickweg.
hört sich irgendwie angenehmer gefühlt. Wenn alles einsteigen, bitte. Hallo. Ja, hallo, hallo, hallo. Cool, cool, cool. Finde ich super. Nächster Halt, Eselweg. Du kommst auch sofort in diesen Rasenmodus, ja, wo du wirklich nur losrasen willst, das Gaspedal einfach nur durchdrücken. Ja. So, dann sind wir ja schon wieder fast an der Endhaltestelle. Ich sag ja, dafür bieten sich hier diese kleinen Busse eigentlich relativ gut an, ja, für so Kurzfahrten. Das ist auch nicht die komplette Linie, es ist halt nur ein Teil der Linie, ne, aber das habe ich ja hoffentlich in der letzten Folge ja alles erzählt. Aber so an sich fährt sich der Bus sehr angenehm. So, nächster Halt, Frauenkopf. Aber wir haben eh keinen mehr drin. Von daher ist das okay. So, und Endhaltestelle angekrumpft, ihr Frauenkopf. Das ist cool, das ist ziemlich cool, ja. Das hat schon was. Oh, die Beleuchtung ist natürlich ein bisschen heftig. So, sind wir drinnen, hier, nee. Zip, Tür zu. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde es so, für zwischendurch kann man es auf jeden Fall mal testweise mal abfahren. Ja. Ich meine, die Strecke ist jetzt wirklich, weiß jetzt nicht, ob diese detailreich jetzt ist, ne, weil ich halt selbst da nicht komme. Also ich war ja einmal im Urlaub in Stuttgart gewesen und ja, das ist halt schon sehr grün alles. Ne. Ob es jetzt die Linie ist, natürlich keine Ahnung. Ne. So an sich muss ich aber sagen, fand ich das Stück sehr angenehm. Also es steckt auch viel Detail drin, das ist keine Frage. Und tja, wenn man natürlich dann so eine kleine Busse hier mal testen möchte, geht das vollkommen in Ordnung. Ja, sonst, ich weiß nicht, ob diese Busse, also ich würde sie wahrscheinlich eher nachts fahren. Ich weiß, dass der ein oder andere hier keine Nachtfolgen haben möchte. Deswegen, ja, bleibt mir halt nur die Möglichkeit, halt doch relativ kleinere Touren hier zu fahren halt nur. Meine Heiligen See würde ja auch noch gehen. Um halt solche kleinen Busse hier vorzustellen, zu zeigen oder sowas, ne? Ist ja auch sehr angenehm. Ja, aber sonst, ja, es ist der Vario 812D. Ist es der Vario 812D? Ich glaube schon, das ist der Vario 812D. Ja, wie gesagt, also das Ganze findet ihr meiner Meinung nach im OMSI-Forum oder OMSI-Webdisk, eins von beiden auf jeden Fall. Da könnt ihr euch das Ganze dann runterladen. Und dann könnt ihr das ja selbst testen. Auch die Karte installiert sich relativ einfach. Sind ein paar Zusatz-Downloads vonnöten. Halt der 312, ja, den Mercedes-Benz Sprinter 312, den braucht er.
Und dann sind es halt diese drei obligatorischen Zusatzmods, die ihr benötigt, damit ihr das Ganze dann fahren könnt, testen könnt hier in Stuttgart. So, aber ich würde sagen, wir fahren jetzt nochmal die Tour zurück und dann enden wir wieder in Stelle, ne, damit wir jetzt noch ein bisschen was sehen hier von Omsi. Ich weiß, der ein oder andere möchte mehr Omsi. Mehr Omsi, gib mir Omsi. Sag ich mir auch immer, in die Venen. So, Route 2. Ab nach Stelle, Türe auf. Ja, hallo, hallo, hallo. So. Ach, haben Sie schon was Feines? Wenn du dann diese ganzen Gimmicks hier hast hier oder alles sowas, ja, dann macht das schon Spaß, ja? Dann macht Omsi schon Spaß. So, nächster halt Eselweg. Immer 30. Da kann man dann 50 weiterfahren. Ne, ist auch nur 30. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, hallo. So, nächster halt wilder Blickweg. Ja, guten Morgen. Grüß miteinander. Oh Gott, das will. Nächste halt Stelle, Endhaltestelle. Bitte alles aussteigen. Einmal geht noch. Tja, fand ich jetzt nett, die beiden letzten Folgen. Wie gesagt, Automatik ist mir immer noch am liebsten. Ja, Schalten funktioniert. Also hat eigentlich immer mal geklappt, jetzt in der letzten Zeit eher weniger. Ja gut, jetzt hat es ja nun zum Ende der letzten Folge dann auch noch geklappt, wo wir die Rücktour hatten. Da klappte das ja dann auch noch, dass wir das Ganze dementsprechend halt schalten konnten, Gott sei Dank. Denn mit der Radbahn weiter oder U-Bahn. So, alles aussteigen, Endhaltestelle. Raus. Ja,
das war es aber auch schon von der Omsi-Folge hier von heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, auch wenn das jetzt hier natürlich ein bisschen kurz alles ist, ne? Aber das sind ja auch so, nur so eine kleine Vorstellungsvideos hier, dass wir uns mal die anderen Fahrzeuge mal anschauen, die noch so in Omsi existieren und die wir eigentlich so gut wie noch gar nicht gezeigt hatten. Und tja, von daher würde ich sagen, bedanke ich mich natürlich, dass ihr dabei wart und hoffe natürlich, dass wir uns zur nächsten Folge wiedersehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Projekt ein Like, da freue ich mich drüber. Und sonst, ja, schaut einfach mal vorbei bei unseren anderen Projekten oder natürlich zum nächsten Omsi-Video. Ich verabschiede mich, sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!